Willkommen im nächsten Video zum Arbeitsblatt Quadratische Funktionen. Wir werden in diesem Video gleich zwei Fenster besprechen. Einmal Fenster Nummer 6, bei dem werden wir die binomischen Formeln wiederholen. Diese sind wichtig für Fenster Nummer 7. Dort lernen wir, wie wir Funktionsgleichungen, quadratische Funktionen, die in der Scheitelpunktform gegeben sind, umwandeln können in die Polynomform. Die Polynomform kennen wir aus Fenster Nummer 1. Dann beginnen wir mit den binomischen Formeln. Die erste lautet a plus b in Klammer hoch 2. Die zweite unterscheidet sich nur durch das Minus. A plus b in Klammer hoch 2 bedeutet eigentlich a plus b Klammer mal a plus b. Das müsste man dann ausmultiplizieren, ergibt vier Terme. Zusammengefasst wissen wir, das ergibt a hoch 2 plus 2ab plus b hoch 2. Und für das Minus a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat. Dann gehen wir weiter zu Fenster Nummer 7. Wir haben hier eine quadratische Funktion f gegeben in der Scheitelpunktform. Sie lautet f von x ist gleich x minus 1 in Klammer hoch 2 minus 4. Und sollen sie in die Polynomform umwandeln. Das machen wir am besten, indem wir hier ausmultiplizieren. Dabei muss man eben darauf achten, dass wir hier die binomische Formel anwenden, in diesem Fall die zweite. Das x entspricht dem a und minus 1 minus b. Ich schreibe es hier unten hin, f von x ist gleich, die binomische Formel einfach zur Verdeutlichung hier in der Klammer, x hoch 2 minus 2x plus 1 und hinten minus 4. Zusammengefasst erhalten wir x hoch 2 minus 2x minus 3. Dann habe ich vier weitere Funktionen vorbereitet und als Übung könnt ihr jetzt selber ausrechnen. Ich blende jetzt noch die Lösungen ein. Dann war's das, bis zum nächsten Video.